Hallo, mein Name ist René Weber. Lassen Sie uns heute über S3 On-Premise sprechen. Zu Beginn würde ich ganz gerne auf die beiden Begriffe S3 und On-Premise eingehen. S3 kennt man aus der AWS-Welt. Amazon S3 Cloud-Speicher. Ist dabei der Cloud-Speicher für alle Prozesse, die in der Amazon Cloud arbeiten. Zum anderen steckt in der S3 aber auch das Protokoll, die Art der Datenablage in diesen Objektspeicher. Das heißt, S3 ist auch eine Schnittstelle. Eine Schnittstelle, die inzwischen im Silent Brick System verfügbar ist. Eine Schnittstelle, die hinten in einen Objektspeicher reingeht und Objektspeicherung wieder bedeutet, dass die Daten nicht mehr klassisch in einem Filesystem abgelegt werden. Das heißt, ich muss mir nicht mehr merken, in welchem Ordner, auf welcher Platte habe ich die Daten abgelegt, sondern ich übergebe die Daten an den Objektspeicher via S3. Und der Objektspeicher wiederum gibt mir eine Quittung, unter der ich die Daten zurückbekomme. Warum macht man das Ganze so? Relativ einfach. Wenn ich mir eine Cloud-Infrastruktur anschaue, habe ich zum einen ein Scale-Up, das heißt, ich muss immer mehr Datenmengen unterbringen. Zum anderen ein Scale-Out, das heißt, ich muss auch die Performance erhöhen können. Und damit bin ich darauf angewiesen, dass ich Daten über Standorte verteile, über unterschiedliche Rechensysteme verteile, um somit beiden Wegen gerecht zu werden. Für eine lokale Datenspeicherung oder für eine Datenspeicherung im Bereich von Backup oder im Bereich von der Archivierung meiner persönlichen Daten brauche ich vielleicht gar nicht zwangsläufig ein Scale-Out, sondern mir reicht der Scale-Up. Das heißt, wachsende Datenmengen unterzubringen. Im Übrigen, um sich S3 ein bisschen genauer anzuschauen und zu verstehen, wie funktioniert die Datenablage bei S3, kann ich auch dieses Video empfehlen, wo S3 ein bisschen beleuchtet wird und die Objektspeicherung ziemlich schön an einem Beispiel einer Garderobe beschrieben ist. Kommen wir zurück zu S3 und zum Thema On-Premise. On-Premise bedeutet, ich möchte die Daten bei mir lokal halten. Das heißt, ich möchte die volle Kontrolle über meine Daten behalten, möchte die Daten nicht an einen Dienstleister rausgeben, nicht in die Cloud speichern und somit zum einen bei einem Restore schnell genug unterwegs sein, keine zusätzlichen Kosten haben und nicht auf eine schnelle Internetleitung angewiesen sein. Aber moderne Softwarelösungen bieten häufig S3 nicht nur als reine Schnittstelle, sondern als Teil der gesamten Lösung, die moderne und intelligente Verdrängungsmechanismen mit sich bringt, eine Optimierung der Bandbreite, die verwendet wird, mit sich bringen kann oder sogar eine Reduzierung der Speicherkapazität, die hinten benötigt wird, mit sich bringen kann. Das heißt, eine Kombination aus dem S3 und On-Premise ist durchaus sehr interessant und daher im Silent Brick System seit der letzten Version mit implementiert. Was bietet mir das jetzt für Vorteile? Zum einen kann ich jede Technologie, jede Softwarelösung, die S3 anbietet, auch bei uns via S3 Compatible Mode anschalten und uns als Scale-Up-Speicher mit anbinden. Ich nutze die modernen Verdrängungstechnologien bei VMware's The Capacity Tier, der mir dafür sorgt, dass automatisch Daten verdrängt werden, dass ich bei Full Backups, mehreren Full Backups, Synthetik-Full Backups nicht zusätzlichen Speicherplatz verbrauche, sondern quasi nur inkrementell den Speicherplatz erweitern muss. Und es bringt mir den Vorteil, dass ich on-premise jederzeit diese Daten wieder zurückbekomme. Schnell, ohne eine schnelle Internetleitung, genau weiß, wo die Daten liegen. Und vor allem zusätzlich noch weitere Sicherungstechnologien des Silent Brick System nutzen kann, die unter dem S3 verborgen sind. Das Ganze geht natürlich noch weiter. Der Vorteil einer lokalen Nutzung bedeutet auch, dass ich die Funktionalität, die das Silent Brick System bietet, wie ein Continuous Snapshot, um die Daten gegen Ransomware zu sichern, wie eine Replikation, wie eine 1:1-Kopie, eventuell auch für Testszenarien, oder sogar den AirGap oder das Offline-Medium in Kombination mit S3 verwenden kann. Das heißt, im Gegensatz zu einer Cloud, wo die Daten in einem S3-Speicher landen, über den ich keine Kontrolle habe, kann ich bei On-Premise S3 mit dem Silent Brick System sogar Kopien offline setzen, transportieren und in den Tresor schieben, wie man es sonst nur von Tape-Umgebungen kennt. Sie wollen mehr über S3 im Backup-Umfeld erfahren? In diesem Video erklären wir, was die Vorteile von S3 in Verbindung mit Veeam for Office 365 sind und wie Sie das auch in Ihrem Unternehmen einsetzen können.